nächste Abschnitt handelt von Folgen und von ihrem Grenzwert, also gewissermaßen ein schneller Vorlauf bei Folgen. Zunächst ein Beispiel, und da geht's, glaube ich, sagen zu können, um krumme Touren. Betrachten Sie eine Strecke der Länge 1 und einen Halbkreis, der die beiden Endpunkte der Strecke verbindet. Der hat, wie wir wissen, die Länge Pi halbe. Das ist genauso lang wie eine Kurve, die aus zwei halb so großen Halbkreisen besteht. Der eine oberhalb, der andere unterhalb der Strecke. Diese beiden Halbkreise, die treffen sich im Mittelpunkt der Strecke. Jetzt können wir jeden von diesen Halbkreisen wiederum durch zwei halb so große Halbkreise ersetzen. Das gibt eine Kurve, die in einer Art von Schlangenlinie die Endpunkte der ursprünglichen Strecke verbindet, die sie nun in vier Stücke teilt. Und die Länge von dieser Schlangenlinie ist wieder Pi halbe. Und das können wir wieder und wieder machen. Die Schlangenlinien weichen immer weniger von der ursprünglichen Strecke ab. Und jede hat dieselbe Länge, nämlich Pi halbe. Und im Grenzwert erhält man dann die ursprüngliche Strecke. Die muss also ebenfalls die Länge Pi halbe haben. Jetzt wissen wir aber, die Länge ist 1. Daraus folgt, Pi halbe ist 1 und daher Pi ist 2. Also der Wert ist noch weiter weg vom wahren Wert 3,14 als der Wert, den uns die Bibel überliefert hat, nämlich 3. Was ist da passiert? Vergleichen wir einmal die obige Überlegung, die ein eklatanter Fehlschluss ist, mit dem Verfahren von Archimedes zur Berechnung von Pi. In beiden Fällen haben wir eine Kurve durch eine Schar von Kurven immer mehr angenähert. Im Fall von Archimedes ist es eine Kreislinie, die durch die Streckenzüge von einbeschriebenen Polygonen immer besser und besser approximiert wird. Im anderen Fall ist es eine Strecke, die durch eine Schar von Schlangenlinien, bestehend aus kleineren und kleineren Halbkreisen, besser und besser approximiert wird. Und das eine Verfahren, das führt zum richtigen Wert, nämlich Pi, 3,14, und das andere zu einem völlig falschen Ergebnis, nämlich Pi gleich 2. Vielleicht ahnt man schon, was dem Fehler zugrunde liegt. Bei Archimedes, da schmiegen sich die Strecken immer enger an den Kreis, sowohl der Lage als auch der Richtung nach. Und im Gegensatz dazu ist bei der falschen Überlegung die Richtung längs der Schlangenlinie immer wieder ganz verschieden von der Richtung der Strecke, der sich die Schlangenlinien annähern. Dort, wo die Schlangenlinien die Strecke schneiden, ist ihre Richtung sogar senkrecht zur Strecke. Also anscheinend ist das eine allzu krumme Tour, um ein richtiges Ergebnis zu erhalten. Was bei beiden Überlegungen geschieht, bei der richtigen ebenso wie bei der falschen, das ist der Grenzübergang. Man macht einen ersten Schritt, bei Archimedes war das Sechseck, dann einen zweiten, das war das Zwölfeck, dann einen dritten, einen vierten und dann überspringt man unendlich viele Schritte, um ans Ziel der Überlegung zu kommen. Also ein Fast Forward, ein schneller Vorlauf. Und die Moral von der Geschichte? Ja, mal klappt es, manchmal klappt es nicht. Man muss also offensichtlich da höllisch aufpassen. Archimedes war sich dieser Gefahr völlig bewusst. Er sicherte seinen Gedankengang durch einen zweiten ab, der gewissermaßen das Gegenstück war. Neben den Polygonen, die dem Einheitskreis eingeschrieben waren, betrachtete er auch jene, die dem Einheitskreis umgeschrieben waren. Deren Streckenzüge nähern sich dem Kreis, von außen her an. Zwischen den eingeschriebenen und dem umschriebenen Vieleck ist immer weniger und weniger Platz und das liefert gewissermaßen einen Zangenangriff auf die Kreislinie. Also da war alles richtig bei Archimedes. Sonderbarerweise führte kein Mathematiker der Antike die Methode des Archimedes weiter aus. Der Umgang mit Grenzwerten wurde erst viel später wieder aufgegriffen. Durch Kepler und Newton und Leibniz und die anderen Begründer der sogenannten Infinitesimalrechnung. Die gingen da übrigens weit weniger vorsichtig vor als Archimedes. Es ging ihnen eher darum, schnell weiterzukommen, als jeden einzelnen Schritt sorgfältig abzusichern.
Links und rechts lauerten Abgründe, aber irgendwie verstanden es die Mathematiker, den Absturz zu vermeiden. Nur vorwärts und der Glaube wird euch schon kommen. Also allez en avant et la foi vous viendra. So hat es einer von diesen Mathematikern zusammengefasst. Michel-Baptiste Leron, genannt D'Alembert. Der war eine Zentralfigur der Aufklärung, einer der Herausgeber der Enzyklopädie, gemeinsam mit dem Philosophen Diderot. Dieser D'Alembert war ein Freigeist, dessen engste Verbindung mit der Religion darin bestand, dass er als Findling auf den Stufen von Notre-Dame de Paris aufgelesen worden war. Seine Geschichte wie aus einer Seifenoper. Er war der illegitime Spross von zwei Fürstengeschlechtern. Ein Glasermeister und eine Frau nahmen ihn dann auf und er wurde zu einer Leitfigur der Aufklärung. Also Sie sehen, Geschichte kann schon ganz schön kitschig sein. Also, dass ein Atheist Glauben einfordert, das ist eher ungewöhnlich. Dass ein Mathematiker es tut, noch viel mehr. Die Mathematik ist ja eigentlich die Hochburg der Skepsis. Da wird gar nichts auf Treue und Glauben akzeptiert, sollte man meinen. Man fordert doch nicht dort Glauben ein, wo gar kein Zweifel möglich ist. Deswegen wird ja jeder mathematische Lehrsatz bewiesen. In der Mathematik herrscht Sicherheit. Aber ein paar abenteuerliche Jahrhunderte lang, und zwar ausgerechnet zu der Zeit, dass sich die Analysis und die Himmelsmechanik Hand in Hand auf dem Weg ins Zeitalter der Vernunft machen, da war diese Sicherheit nichts anderes als die Sicherheit von Schlafwandlern. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts befestigte sich das Ganze dann so weit, dass auch ein Archimedes nichts mehr auszusetzen gehabt hätte. Und federführend dabei war ein ehemaliger preußischer Schulmeister namens Karl Weierstrass. Seine Technik, respektierlich als Epsilontik bezeichnet, wird allen Studierenden der Mathematik in den ersten Monaten ihrer Ausbildung regelrecht andressiert, muss man sagen. Zentral an diesem modernen Zugang ist der Begriff der Folge. Eine Folge ordnet jeder natürlichen Zahl 1, 2, 3, 4 irgendetwas zu. Es kann eine Menge sein oder eine Zahl oder eine Figur. Bei der archimedischen Berechnung der Kreiszahl etwa, da betrachtet man eine Folge von eingeschriebenen gleichmäßigen Polygonen, die Folge der entsprechenden Umfänge, also eine Folge von Zahlen. Jeden Schritt kommt man zu einem weiteren Polygon oder zu einer weiteren Zahl. Und nach jedem Schritt kommt der nächste Schritt und dann wieder der nächste und so weiter und so weiter. Und man kommt natürlich nie bis ans Ende des Weges. Es gibt keinen letzten Schritt. Es gibt ja keine letzte natürliche Zahl. Aber damit muss man sich eben abfinden. Man möchte doch wissen, wenigstens, wohin der Weg führt. Die Polygone, die führen zum Kreis. Die Umfänge, die führen zur Zahl Pi. Also nicht jede Folge besitzt einen Grenzwert. Zum Beispiel die Folge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, die nähert sich keiner Zahl. Das ist die sogenannte Fibonacci-Folge, benannt nach einem gewissen Leonardo da Pisa, den man Fibonacci nannte, und der um das Jahr 1200 herum die europäische Mathematik aus dem Schlummer des Mittelalters geweckt hat. Diese Folge von Fibonacci hat die eigenartige Eigenschaft, dass jedes Glied der Summe, dass jedes Glied der Folge die Summe der beiden Vorläufer ist. Also 2 ist 1 plus 1, 3 ist 2 plus 1, 5 ist 2 plus 3 und so weiter. Wieso sich Fibonacci ausgerechnet für diese Folge interessiert hat und wieso sich heute noch so viele interessiert, es gibt sogar eine eigene Zeitschrift extra für diese Folge. Also das ist jetzt für uns unbedeutend. Wir wollen nur festhalten, dass diese Folge keinen Grenzwert besitzt, sondern, wie man sagt, ins Unendliche wächst.
Was heißt das? Jedes Glied der Folge ist eine natürliche Zahl, Summe von zwei natürlichen Zahlen. Also nie erhält man den Wert unendlich. Aber es bedeutet, dass jede noch so große Zahl irgendwann einmal durch eine Zahl der Fibonacci-Folge übertroffen wird und ab dann sind alle weiteren Glieder der Folge noch größer. Bald sehr, sehr, sehr viel größer. Das Wachstum ist rasant. Übrigens ist es vielleicht kein Zufall, dass das erste Lebenszeichen der Mathematik im Mittelalter eine Folge war. Zumindest hat das der Kulturhistoriker Oswald Spengler so gesehen. Was in der Mathematik wahr ist, das hängt selbstverständlich nicht von der jeweiligen Kultur ab. Aber was als interessant wahrgenommen wird, das ist kulturbedingt. Die alten Griechen hatten geometrische Körper fasziniert, je regelmäßiger, desto besser. Das abendländische Denken hingegen, das wurde vom Begriff der unendlichen Folge geprägt. Ein Griff ins Weite, von stürmischer Ungeduld. Also sprach Oswald Spengler. Und es mag vielleicht etwas Wahres daran sein. Jedenfalls gewissermaßen das Gegenstück zur Folge des Fibonacci, das ist die Folge der Kehrwerte der natürlichen Zahlen. Also 1, 1,5, 1/3, 1/4, 1/5 und so weiter. Also die wächst nicht über alle Schranken, sondern nähert sich immer mehr und mehr einer Zahl, nämlich der Null. Man sagt, ihr Grenzwert ist Null. Man spricht von einer Nullfolge. Und es gibt übrigens natürlich unzählige andere Nullfolgen. Das wäre verlockend zu sagen, Nullfolgen, das sind Folgen, die der Null unendlich nahe kommen. Oder etwa die Glieder der Nullfolgen, die werden unendlich klein. Aber was soll das heißen? Es hat Jahrhunderte gedauert, bis sich die Mathematiker und Mathematikerinnen diese Sprechweise abgewöhnt haben. Sie haben sie ersetzt durch etwas höchst Umständliches. Sie sagen, für jede vorgegebene Zahl, die größer als Null ist, gilt, von einer Stelle an haben alle Glieder der Folge einen Abstand von der Null, der kleiner als diese vorgegebene Zahl ist. Also, das klingt nicht schön. Die Grammatik ist da kompliziert. Aber das Wesentliche ist, von unendlich ist hier nicht mehr die Rede. Aus irgendwelchen sonderbaren Gründen wird die vorgegebene Zahl als Epsilon bezeichnet. Wieder ein griechischer Buchstabe, aber hat im Gegensatz zu Pi keinen festen Wert. Sondern das Epsilon kann beliebig gewählt werden, ganz nach Lust und Laune. Aber natürlich größer als Null. Man stellt sich darunter irgendetwas sehr Kleines vor. Ein Tausendstel, ein Millionstel, was auch immer. Aber was man sich vorstellt, das ist Privatsache. Das Epsilon kann jede beliebige positive Zahl sein. Haben Sie einmal dieses Epsilon gewählt, dann machen Sie sich auf dem Weg Schritt für Schritt immer der Folge entlang. Und wenn Sie einer Nullfolge folgen, dann werden Sie ab einem gewissen Schritt nie wieder weiter von der Null entfernt sein als eben dieses Epsilon. Die Zahl der Schritte bis dahin, die kann sehr groß sein, Milliarden, Trilliarden, was auch immer. Aber die Zahl der möglichen Schritte danach ist natürlich noch viel, viel größer. Ist größer als jede vorgegebene Zahl. Man kann der Folge entlang immer weiter und weiter vordringen und bleibt doch immer ganz nah bei der Null. Also von unendlich groß oder von unendlich klein ist aber hier keine Rede mehr. Also das waren die Nullfolgen, also die Folgen mit Grenzwert Null. Allgemeiner sagt man, dass eine Folge A1, A2, A3 den Grenzwert A besitzt, wenn die Folge der Differenzen A1 weniger A, A2 weniger A, A3 weniger A und so weiter, eine Nullfolge ist. So, eine Folge kann nicht mehrere Grenzwerte besitzen, aber sie kann gar keinen Grenzwert besitzen. Das gilt zum Beispiel von der Folge 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 oder für die Folge der Quadratzahlen
1, 4, 9, 16 und so weiter. Die eine Folge, die oszilliert ewig hin und her, und die andere, die wächst über alle Grenzen, so wie die Zahl, so wie die Folge von Fibonacci. Nur eben weitaus langsamer.